Was geht, Corey hier und willkommen bei Einfach Bibel lesen. Die Serie, wo wir einfach die Bibel lesen und wo ich euch zeige einfach, wie man die Bibel liest. Und wir haben jetzt bis jetzt Markus 1 und Markus 2 durchgenommen und heute geht's weiter mit Markus 3. Aber bevor wir anfangen, würde ich erstmal bitten. Ja, danke Herr für diesen heutigen Tag. Ich danke dir so sehr für der du bist und dass wir jetzt zusammen online, YouTube, dass du die Möglichkeit ermöglicht hast, dass wir einfach, obwohl wir alle getrennt sind, zusammen eine Bibelstunde halten können. Ich danke dir so sehr für dein Wort. Ich danke dir so sehr für deine Liebe. Bitte segne die Worte, die wir heute lesen und segne es einfach in unserem Herzen, dass wir es nicht nur hören und wieder vergessen, sondern dass wir es auch aufnehmen in unserem Herzen. Amen. So, heute gehen wir weiter und lesen Markus 3. Falls ihr die anderen Videos noch nicht gesehen habt, die sind wahrscheinlich alle unten in der Beschreibung oder auf meinem Channel, da könnt ihr auf jeden Fall drauf schauen. Und genau, dann habt ihr nichts mehr verpasst, dann wisst ihr ja, wieso Jesus gekommen ist, was er so gemacht hat, mit welchen Menschen er so Stress hat. Und dann sehen wir, wie es heute weitergeht. Und wir lesen in Markus 3. Ich lese in der Neues Leben Übersetzung. Und ihr könnt das auch tun. Ihr könnt aber auch Schlachter, ihr könnt auch Elberfelder, ihr könnt auch Luther, ihr könnt auch sonst welche Übersetzungen nutzen. Im Endeffekt ist der Sinn derselbe. Also, es gibt natürlich ein paar sehr, 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 sehr seltsame Übersetzungen, aber also die ich genannt habe, könnt ihr ruhig nehmen. Okay, fangen wir an zu lesen. Wieder ging Jesus in die Synagoge. Dort bemerkte er einen Mann mit einer verkrüppelten Hand. Seine Gegner, die Pharisäer, Schriftgelehrten, beobachten ihn ganz genau, wenn er am Sabbat die Hand des Mannes heilen würde, dann könnten sie ihn anklagen, weil wir wissen ja, es ist nicht erlaubt, am Sabbat zu arbeiten. Natürlich haben die Juden das komplett falsch verstanden, wie es eigentlich gedacht ist, aber deshalb haben sie ein Auge drauf. Jesus sagt zu dem Mann, komm her und tritt in die Mitte. Ich weiß zwar nicht, warum er in die Mitte treten soll, aber Spaß. Dann wandte er sich an seine Gegner und fragte, ist es nach dem Gesetz erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun, oder ist es ein Tag, um Böses zu tun? Ist dies ein Tag, um Leben zu retten oder zu vernichten? Doch sie schwiegen. Zornig und erschüttert über ihre Hartherzigkeit sah er sie an. Dann forderte er den Mann auf, streck deine Hand aus. Der Mann streckte seine Hand aus und sie wurde wieder gesund. Daraufhin zogen sich die Pharisäer zurück und trafen sich heimlich mit den Anhängern des Herodes, um zu planen, wie sie Jesus töten könnten. Und das Erste, was ich immer gerne mache, wenn ich die Bibel lese und wenn ich die Bibel studiere, ist nochmal zusammenfassen, was überhaupt passiert ist. Also wir sehen wieder so dasselbe Setting, Jesus in einer Synagoge und ein Mann, der entweder krank ist oder einen Dämon hat, immer irgendwas ist das Problem und Jesus soll ihn helfen, ihn heilen. Aber da gibt es natürlich seine Gegner, die Pharisäer, die Schriftgelehrten und so weiter und so fort, die halt gegen Jesus sind und gegen das, was er verkündet und die schauen richtig drauf, so wird er jetzt heilen? Weil das ist ja dann Arbeit, angeblich, was es natürlich nicht ist. Und dann, wenn er das tut, dann können wir ihn verklagen, dann können wir ihn umbringen, dann hat er den Sabbat gebrochen, unheiligt oder so, hatten wir letzte Woche oder letztes Mal halt besprochen. Aber Jesus tut es trotzdem, weil er halt sieht, aber bevor er das macht, fragt er, damit die Leute drumherum verstehen, ah, okay, es ist doch nicht so schwarz auf weiß, so Sabbat, man darf einfach nichts tun, sondern einfach nur auf der Couch sitzen und nichts tun. Nein, der Sabbat, am Sabbat kannst du immer noch Gutes tun, du kannst Leben retten. Genauso haben wir es im letzten Kapitel gelesen, so jemand hatte Hunger,
du kannst ihnen ruhig was zu essen geben, die können sich auch was zu essen machen. Würdest du dein Tier nicht helfen, wenn es in der Grube steht? Ja klar, das kannst du auch machen, das macht ja auch keinen Sinn. Du kannst an dem Sabbat immer noch Gutes tun. Was ich an dieser Stelle jetzt nochmal machen würde, ist genau schauen, was sind tiefe Sachen, die hier passieren. Erstens sehen wir, es heißt über Jesus, dass er zornig wird. Also wir lesen hier in Vers 5, dass Jesus zornig sein wird. Und das Erste, was man denkt, wenn man über Zorn redet, ist, das ist doch Sünde, das ist doch was Schlechtes, das ist doch was Böses. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch Gott selber, Jesus, auch Gott selber im Alten Testament zornig geworden ist. Und deshalb müssen wir differenzieren. Es muss anscheinend zwei verschiedene Art von Zorn geben, weil wir wissen, dass Jesus nie gesündigt hat. Jesus ist gerecht und Jesus ist gut. Also müssen wir verstehen, ach, dieses Zornig ist vielleicht nicht dieses Zornig, was wir haben, wenn wir gerade bei FIFA verlieren oder sowas, sondern das ist heiliger Zorn. Und zwar, weil du Ungerechtigkeit siehst oder weil du siehst, ach, das ist einfach nicht so, wie es von Gott gewollt ist. Und er sieht die hartherzigen Herzen. Das sind Hartherzigkeit. Oder er sieht die Hartherzigkeit. Und diese Art von Zorn ist eine gute und heilige Art von Zorn, weil wir uns da ganz klar differenzieren oder die Sünde ganz klar hassen, aber uns auch emotional dann das berührt uns dann auch emotional. Das ist ja auch genauso wie, ja, wenn einfach Ungerechtigkeit ist, wenn wir in der Schule sind oder wenn wir sonst wo sind und dann einfach sehen, dass jemand irgendwie gehänselt wird fertig gemacht wird oder sowas. Aber es ist totale Ungerechtigkeit. Und da einzutreten, weil man würde ja nicht irgendwo dazwischen springen, wenn es uns egal ist. Nein, wir haben natürlich Emotionen. Wir sind für die Person, die unterdrückt wird, und haben einen Zorn gegen die Ungerechtigkeit, die da passiert. Nicht unbedingt gegen die Menschen, die da etwas machen, sondern über das, die Situation, die da gerade passiert. Und genauso ist es mit Jesus hier auch. Eine andere Sache, die wir da aus dem Text rauslesen können, ist ganz klar, dass die Pharisäer nicht mal versuchen, irgendwie zu verstehen, was Jesus hier sagt. Denn Jesus redet doch mit denen. Hey, so ist das Gesetz. Hier steht's, ist es nach dem Gesetz erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun, oder ist es ein Tag, um Böses zu tun? Ist dies ein Tag, um Leben zu retten oder zu vernichten? Und dann das Krasse, sie schwiegen. Denen war es egal, ob sie richtig oder falsch sind. Sie war es egal, sie haben einfach gewartet, ey, tut er es, und wenn er es tut, dann töten wir ihn. Und genau das ist das Problem der Pharisäer und das ist das Problem der ganzen Welt. Dass sie ein verschlossenes Herz haben. Die haben, auch wenn es die Wahrheit ist, auch wenn die Wahrheit eine andere ist, sie möchten nur das glauben, was sie sich in den Kopf gesetzt haben. Und da sehen wir das große Problem an den Juden damals, natürlich nicht alle, aber an den Feinden Jesu, dass sie ihre Meinung gesetzt haben und dass sie sich nicht belehren lassen, obwohl Jesus mit einer Autorität gesprochen hat und das wurde auch von denen auch angesehen, von vielen wurde das angesehen, dass er einfach anders gesprochen hat, dass Jesus anders gelehrt hat als so ganz normale andere Lehrer. Aber wir sehen, ihr Herz ist verstockt, ihr Herz ist schon in Stein gemeißelt, da gibt's nichts mehr, was da durchkommt. Und deshalb, waren sie nicht mehr zu retten in dieser Situation auf jeden Fall. Und letztes Ding, was ich gesehen habe, ist noch, dass sie dann ab diesem Punkt das erste Mal sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, wir werden diesen Mann, Jesus, versuchen umzubringen. Okidoki, lesen wir weiter ab Vers 7. Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück.
Eine riesige Menschenmenge aus Galiläa und Judäa, Jerusalem, Idumäa, aus dem Gebiet östlich des Jordans und sogar aus den fernen Städten Tyrus und Sidon folgten ihm. Die Nachricht von seinem Wunder hatte überall verbreitet, also sich überall verbreitet, und die Menschen kamen scharenweise zu ihm. Jesus beauftragte seine Jünger, ein Boot bereitzuhalten, falls die Menge der Menschen ihn zu erdrücken drohte. Weil Jesus so viele Menschen heilte, drängten sich viele Kranke um ihn und versuchten ihn zu berühren. Und alle, die von den bösen Geistern besessen waren, fielen vor ihn nieder und schrien: Du bist der Sohn Gottes. Aber Jesus verbot ihnen streng zu sagen, wer er war. Interessant. Wieder fangen wir an, einfach nur die Situation zusammenzufassen. Und zwar sehen wir, dass weil Jesus so viele Wunder getan hat und weil Jesus langsam einen Ruf aufgebaut hat, da sind ganz viele Kranken und Dämonenbesessene zu Jesus gekommen und wollten Heilung haben. Und natürlich, das ist ja so, wenn du irgendwie draußen da was hörst, dann möchtest du hingehen und ey, wenn da jemand mich heilen kann von meinen Rückenschmerzen oder von meinen Fußschmerzen oder sowas, ey, da würde ich gerne hingehen. Und genau, und es sind immer viel mehr Leute sind zu Jesus gekommen, aber es waren mittlerweile so viele Menschen, dass er gar nicht mehr ganz normal lehren konnte oder rumlaufen konnte, sondern dass er fast erdrückt wurde. Und genau, wie es in Vers 9 heißt, dass dann hat er seine Jünger halt auch aufgerufen: Hey, könnt ihr ein Boot bereit machen, damit ich mich irgendwie draufstellen kann und mich ein bisschen distanzieren kann von der ganzen Menschenmasse, bevor ich hier erdrückt werde oder sowas. Genau, und dann sehen wir einfach eine Sache noch, die manche, die einen bösen Geist hatten, also die von Dämonen besessen wurden, haben erkannt, wer Jesus ist. Und das lesen wir hier nochmal. In Vers 11. Sie sagen, sie sind hingefallen, schreien und sagen: Du bist der Sohn Gottes. Oder wie man auch in Englisch sehen kann: You are the Son of God. Also wir sehen ganz klar, die Dämonen wussten, wer er ist. Und das hatten wir auch schon. Wir hatten ja schon die Dämonen, die einfach wissen, nicht nur physisch wissen, weil das wussten ja auch viele, ja, das ist doch der Sohn von Josef und Maria und Zimmermann und so weiter und so fort. Nein, die wussten die geistliche Seite, und zwar, dass der Sohn Gottes selbst hier vor ihnen steht. Aber Jesus, auch an diesem Punkt noch, wollte nicht, dass die anderen Menschen, dass alle Menschen das wissen, weil es noch nicht an der Zeit war, das zu offenbaren. Wir sehen also hier in dieser Stelle, und jedes Mal, wenn Jesus das anspricht, dass es noch nicht weiter verbreitet werden soll, ist, dass ihm wichtiger ist, erstmal die Botschaft, die erste Botschaft zu verbreiten, die frohe Botschaft. Aber halt das, womit er angefangen hat zu lehren. Er hat angefangen damit zu lehren: Ihr sollt Buße tun, ihr seid Sünder, ihr seid abgefallen von der Gerechtigkeit, von der Heiligkeit Gottes, aber tut Buße und ihr werdet wieder zurückkommen können. Das war für ihn erstrangig, die Message zu verbreiten, zu predigen, als alle Menschen zu heilen und das Geheimnis, was erst später offenbart wird, allen Menschen weiterzugeben. Aber ja, das war's für diese Woche. Ich hoffe, ihr konntet was rausnehmen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls ich was vergessen habe, schreibt es mir doch unten in die Kommentare. Ich mache gerne ein Short-Video oder so darüber, um die Fragen zu beantworten. Falls ihr andere Fragen habt, ich beantworte die gerne. Ich habe hier ein paar Leute schon dabei, die einfach jedes Video schauen. Und das freut mich einfach sehr, dass ihr immer wieder dabei seid und dass wir das hier zusammen durchnehmen können. Falls ihr noch irgendwelche Tipps für mich habt, gerne, ich nehme sie auch gerne an. Ich will es ja nur so gut wie möglich machen, damit ihr was lernen könnt und damit ihr was rausnehmen könnt. Falls ihr eine christliche Community sucht, wir haben einen Discord-Server, wo wir über 100 Leute sind, über 100 Christen, die miteinander interagieren, die Bibelstunden halten und uns einfach austauschen, Fragen in den Raum, Gebetsanliegen und so weiter und so fort. Der Link ist auch unten in die Beschreibung, komm einfach dazu und ja, sag Hallo.
Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Corey hier, ihr da, alles klar.